Wie geht es Queen Elizabeth II. Wirklich? Seit Wochen gibt es immer wieder neue Informationen zum angeschlagenen Gesundheitszustand der britischen Königin. Zuletzt musste die Queen sogar im Krankenhaus behandelt werden. Nun sagt die Queen am Wochenende erneut einen wichtigen Termin ganz überraschend ab. Die Monarchin erschien nicht wie geplant beim Gottesdienst anlässlich des Remembrance Sunday in London. Dieser Termin gilt als der wichtigste Tag im Kalender der Queen. Ihre Absage scheint darauf hinzuweisen, dass es der 95-Jährigen doch deutlich schlechter geht als allgemein bekannt. Der Palast versucht mit einem neutralen Statement zu beruhigen. Die Queen hat, nachdem sie sich den Rücken verstaucht hat, mit großem Bedauern entschieden, dass sie nicht an der heutigen Zeremonie am Kinotaf teilnehmen kann. Es ist das erste Mal seit 22 Jahren, dass die Queen nicht an der Messe teilgenommen hat.